Das Dingo! Hier läuft der gute Stoff, Mann. Ja, liebe Freunde, und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zurück zu Buddle Minecraft. Ja, in der letzten Folge, was haben wir da gemacht? Rappelzappel. Der Rappelzappel ist auch am Start. Bin ich jetzt am Fernsehen? Ja, er ist am Fernsehen. Der Rappelzappel. Es wird immer schlimmer mit mir. Nein. Oh, Rappelzappel. Mein Gott, der Rappelzappel in the hood. Nein, also, wir sind jetzt immer noch bei Minecraft und wir waren dabei, glaube ich, unser Schienensystem jetzt hier weiter auszubauen. Der Rappelzappel baut sich jetzt ein bisschen nach oben, damit er auch eine schöne Treppe nach oben hat, ja. Zu seinen Gebäuden. Und das Rudimentäre steht schon. Das heißt, wir haben schon einen groben Tunnel gegraben. Jetzt muss der Tunnel natürlich noch weiter ausgebaut werden. Das heißt, der geht noch ein bisschen in die Breite, noch ein bisschen in die Tiefe. Darüber hatten wir gerade schon gesprochen. Bahnhof wird hier natürlich auch noch stattfinden. Das heißt, hier wird so eine kleine Bahnhofshalle, glaube ich, noch kommen, soweit ich das verstanden habe oder auch nicht. Mhm. Das werden wir dann noch sehen. Rappelzappel baut sich jetzt noch um. Was mache ich in der Zeit, Rappelzappel? Soll ich noch weiter jetzt in die Breite bauen oder? Ja, gucken wir erstmal, was ich denn. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie viel Eisen ich überhaupt habe. Erstmal muss ich persönlich für mich, muss man meine Spitzhacke denn reparieren hier. Ja. Wird natürlich wieder einiges an Dings kosten. Ja. Oh, wo bin ich jetzt? Oh ja, Kimmer, bin ich ja genau gut. Hast du denn eine verzauberte Spitzhacke? Ja. Alles klar, ja gut, dann mach das bei dir. Als ob's geplant war, kick mal hier. Ja, ich hatte ja an meinem Brunnen, also für die Leute, die das vielleicht kennen, aber vielleicht ist dir das auch aufgefallen, Nintendo. Ich habe genau hier, das mit den Sandsteinen abgebrochen und hier kannst du dann runtergehen zu meinem Dings. Ey, perfekt. Ja, ist doch geil, oh, ist doch wirklich das geil. Das ist richtig gut. Ist richtig gut. So, ich gehe erstmal schnell meine Dings verzaubern. Ja. Ist das schlimm, wenn meine Spitzhacke kaputt geht? Nee, die ist ja nicht verzaubert, wa? Ja, das wollte ich ja damit gefragt haben. Nee, die ist ja nicht verzaubert. Weil meine ist so kurz vor empty. Und dann war meine nämlich auch hier. Ich repariere die mal schnell. Oh, jetzt muss ich, Freunde, jetzt muss ich mal irgendwas gucken. Ich hoffe einfach, dass ich das wieder umgestellt habe. Wo ist denn das dämliche Kackprogramm? Oh, Entschuldigung, dass ich das jetzt in den Mund genommen habe. Oh, in den Mund nehmen, Was? Er hat dämlich im Mund auf einmal gesagt. Oh nee, ach Freunde, ach Kacke, Mann. Also wir haben gerade drüber gesprochen, über Aufnahme hier, Versaubeuteln und so, ne? Jetzt gucke ich mir gerade die Fraps auf Einstellung an und ich nehme natürlich schön in 30 FPS auf. Ja, dann bleibt schön klein, die Dings, wa? Ja. Aber später, wenn du das Ganze renderst, dann wird es wieder schön groß. Ja, da hast du schon die Möglichkeit, und hier so ein Ultra-PC am Stehen, weißt du, dass du schön in 60 FPS aufnehmen kannst, oder machst du nur 30, ja. Freunde, es tut mir leid. Ja, der Lindo ist auch schon alt. Ja, definitiv. Ich mit meinen 60 Jahre. Ja, naja, Mensch, da bin ich mit meinen 80 hier, das ist ja... Boah, also Rappelzappel, ich muss ja eins sagen, ne? Also letzte Woche kam mein Rentenbescheid. Ja, echt? Mein vorläufiger Rentenbescheid. Mhm. Also, liebe Leute, nicht, dass ihr jetzt meint, ich beziehe Rente. Ne? Nein, das ist nicht so. Den Rentenbescheid bekommt man dann am gewissen Alter, bekommt man den jährlich zugeschickt und da steht dann halt drauf, wann du deine Regelrente dann bekommst, ne? Mit wie vielen Jahren und so. Ja, und was du so kriegen würdest oder so. Genau, ja, das kenne ich, ja. Also ich achte eigentlich immer nur auf das Datum. Bei mir steht irgendwas mit 2050. Ja. Also ich darf dann bis 2050 noch weiter mal lochen. Ich weiß nicht, wir haben jetzt 2016, ne? Das sind mal im Summa summarum noch 34 Jahre. Das ist schon krass, wenn ich jetzt überlege, mein Kurzer wird jetzt 1. Das heißt, ich gehe in Rente, wenn mein Kurzer selber Familie hat, mit 35. Ah. Boah. Ob ich da noch Let's Playe? Ja, bestimmt. Achso, ich wollte mal gucken nach Eisen. Was haben wir denn an Eisen? Weißt du, wie man Schienen baut? Ja, wa? Weißt du doch bestimmt, ja, weiß oder? Ich. Klar, ich weiß alles. Okay. Ich bin Jesus. Was? Nein. Er ist super, Linto. Ja! Oh, nee, das, oh, ja. Ne, ich komme hier nicht rein. So. Ja, der Rappelzappel muss mir quasi die Tür aufhalten, damit ich mit meinem Fettarsch hier auch durchpasse, weißt du? Ja. Das geht's halt nicht. So, Schienen machst du quasi links und rechts schön mit Eisen und in der Mitte machst du, glaube ich, ein Sticky. Stickies, okay. Nee, nur ein Sticky in der Mitte. Also genau der mittlere Block, ein Sticky. Ja, jetzt habe ich den, nehme ich ja. Also ich habe offscreen, also bevor wir überhaupt angefangen haben mit Aufnehmen,
habe ich die ganzen Eisenbarren, habe ich alle in Blöcke verwandelt. Das kann ich jetzt wieder zurückverwandeln. Ja, das ist sehr gut. Sehr gut. Doppelzappel, das hast du sehr gut gemacht. Oh, da habe ich, hab ich ja keinen Platz mehr. Warte mal, da muss ich wieder raus hier. Mal ich glaube, es ist, aber ich kann, ich habe, das ist, glaube ich, auch sehr hilfreich. Ich mag Reis. Sehr hilfreich. Und zwar habe ich mir eine App installiert, die nennt sich Cleverbook. Okay. Die ist so ganz nice. Und zwar kannst du dir da wirklich alle Blöcke anschauen und du kannst auch da nach Blöcken suchen. Das heißt, ich kann jetzt mal hier eingeben, Schiene und habe direkt die Schiene hier und dann kann ich mir direkt angucken. Ja, genau. Also links drei Eisenbahnen, rechts drei Eisenbahnen und in der Mitte ein Sticky. Und dann bekommst du 16 Schienen. Ich brauche noch mehr Schienen. Ich brauche mehr Dings hier. Ich brauche mehr, warte mal, da müssen wir hier und mal ein dann, paar Stöcker machen. Antriebsschiene machst du anstatt mit Eisenbarren, machst du mit Goldbarren. Und der unterste mittlere Block, da kommt noch ein Redstone. Oh. Aber die Schienen kann man erstmal so fertig machen. Ja, das kannst du. Aber da wird nichts drauf fahren. Okay. Aber man kann die Schienen erstmal fertig machen. Ja. So. Guck erstmal. Und dann in der Mitte. Ja. Oh, hab 16 ich, Dinger kriegst du dafür. Ja, oh. Hörst du mir eigentlich zu? Nee. Hab ich dir doch gerade nicht. Ohne Scheiß, das erlebe ich Tag für Tag. Jeden Tag erlebe ich das an den heimischen Haustüren. Die Leute hören mir einfach nicht zu. Ich weiß auch nicht, warum. Sagen Sie mal, Herr Postmann, wenn ich heute ein Paket losschicke, ja? Kommt es dann zu Weihnachten pünktlich an? Wir haben aktuell den 7.12. definitiv ja. So, dann habe ich aber einen Nachbarn, der verschickt es gerne am 23. Würde das dann auch noch am 24. ankommen? Ich meine, er hatte die Information von Amazon. Und Amazon, die garantieren ja, dass es denn an dem Tag auch da ist. Mhm. Ist denn das auch so? Also im Grunde genommen ist es ja so, wenn alles gut läuft, dann kann das sogar funktionieren. Ja, gar keine Frage. Aber das Problem ist halt, dass da viele, viele, viele Faktoren miteinander harmonieren müssen, dass das auch wirklich funktioniert. Das heißt, einerseits muss das Paketzentrum da auch wirklich nichts verschludern, muss es richtig sortieren, weil es kann auch mal sein, dass ein Paket falsch gecodet wird oder koordiniert wird und landet anstatt mit Postleitzahl 48 irgendwo in 58 zum Beispiel. Oh. Das kann passieren. Und dann dauert das Ganze natürlich dann wieder 2 Tage länger, weil das muss dann wieder zurück zum Fachzentrum geschickt werden und vom Fachzentrum muss es neu dekodiert werden und dann geht es zum richtigen, zur richtigen Leitstelle. So. Dann muss natürlich der Weg vom Frachtzentrum bis zur Leitstelle muss natürlich reibungslos funktionieren. Das heißt, der LKW-Fahrer darf sich keinen Schnupfen holen oder irgendwas anderes, dass auf einmal der LKW liegen bleibt. Sei es Witterung oder Gesundheit, oder kann ja alles passieren auf der Autobahn, ne? Kann ja alles passieren. Und dann kommt es zum Stützpunkt und der Stützpunkt muss dementsprechend das Paket ja auch richtig sortiert werden und zum richtigen Zusteller gelangen. So, und da kann natürlich auch vieles in die Hose gehen, wobei ich da sagen muss, also zumindest bei uns, an unserem Stützpunkt ist es so, dass wir wirklich zusehen, dass wir, wenn wir Pakete haben und das dann halt nicht, also wenn ich ein Paket in der Hand habe, was nicht für mich ist oder nicht für meinen Bezirk ist, dann sehe ich es halt zu, dass es zum richtigen Zusteller noch am selben Tag gelangt wird. So, weil wir einfach, wir haben halt die Auffassung, dass die Pakete, die wir täglich bekommen, dass die auch wegkommen. Dann haben wir sie nämlich am nächsten Tag nicht mehr, weil wenn Pakete sich einmal auftürmen, das kriegst du nicht mehr gewuppt, das kriegst du nicht mehr aufgearbeitet. So. Und aber das kann ja dann immer noch sein und das habe ich auch selber schon zweimal erlebt, an eigenem Leib, dass du unterwegs bist auf Zustellung und du läufst eine Treppe runter, du rutschst. Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Wie geht's jetzt mit den Schienen weiter? Weil dann kannst du nämlich ganz in Ruhe weitererzählen und ich kann die Schienen schon mal fertig bauen mit den Redstone. Mit den Aktivierungsschienen. Ja, also das, was fährt. Genau. Du brauchst, anstatt die Eisenbarren, brauchst du Goldbarren. Ach du Scheiße, Goldbarren auch noch. Ja. Habe ich überhaupt Gold? Ja, habe ich, ja. Dann wieder Sticky in der Mitte. Ach, ich brauche wieder Stickies. Genau. Aber Schienen brauche ich auch. Nee, Schienen brauchst du nicht mehr. Ach so. Du brauchst nur Goldbarren, Stickies und Redstone. Ja, ich Idiot habe jetzt, habe ich das Gold da drin liegen lassen. Guten Abend. So.
Gut. So, hast du alles? Ich habe jetzt alles, ja. So, also, links drei Goldbarren, rechts drei Goldbarren, in der Mitte der Sticky und unter dem Sticky Redstone. Und dann müssten auch wieder 16 Aktivierungsschienen kommen. 16 Antriebsschienen. Nee, 6 kriegst du raus. Ach, 6, okay. Okay, dann muss ich jetzt so. Hier schön, ja. Du könntest dir jetzt noch Aktivierungsschienen noch craften. Diese Aktivierungsschienen aktivieren quasi die Antriebsschiene dann, wenn das Minecart drüber fährt. Wir können aber auch, das ist der einfache Weg, unterhalb der Aktivierungsschiene einfach eine Redstone-Fackel legen. Mhm. Unter der Beschleunigungsschiene. Okay. Das wäre die einfache Variante. Ich habe jetzt 42 Antriebsschienen. Ja, das reicht alle Male. Wird reicht. Okay. Also ich glaube, alle, wenn wir alle 30 Blöcke eine Antriebsschiene setzen, reicht das alle Male. Brauchen wir auch noch Redstone-Fackeln? Dann mache ich die auch gleich fertig. Wir können das auch mit Aktivierungsschienen machen. Ich guck mal eben, was du für eine Weg. Also für die Aktivierungsschiene brauchst du wieder Eisenbarren, du brauchst 2 Stickies, aber du brauchst auch eine Redstone-Fackel. Was wäre sinnvoller? Also ressourcensparender wäre das mit einer ganz normalen Redstone-Fackel unterhalb der Schiene. Optisch gesehen ist es natürlich schön, wenn du das mit dieser Aktivierungsschiene machst. Aber ich weiß nicht, inwiefern du, wie viel du an Ressourcen da hast. Ja, was brauche ich nochmal für die Aktivierungsschiene? Für die Aktivierungsschiene brauchst du Eisenbarren. Ja. Drei an der Seite, also drei jeweils wieder an der Seite. Ja. Dann in der Mitte kommt eine Redstone-Fackel. Und oberhalb der Redstone-Fackel und unterhalb der Redstone-Fackel kommt ein Sticky. Okay, ich brauche also noch eine Menge Holz. Eine Menge Holz. Ja, eine Menge Holz vor der Hütte, Freunde. Wenn ihr gleich mal Bescheid wisst, ich habe hier ja kein Holz. Doch, hier hätte ich. Was ist das denn? Oh, Birkenholz, Bretter. Ja, daraus kann ich was machen. Ja, guck. Da kann ich was draus machen. Hier hätten wir auch noch. Oh, kriegen wir noch Eichenholz? Haben wir hier noch. Nee, kommen wir mal den Birke erstmal weg hier. Nehmen wir ran hier. Krieg bestimmt eine Menge raus. Ja. Ja, kriegt mal einer an hier. So. Ich kann nicht mal deine Öfen anklicken. Ja, das ist wahrscheinlich das Anfangsgebiet. Ja. Also wenn ich dich hier aber auf dem Dings hier freischalten würde, quasi als Admin, dann kannst du hier auch agieren. Ja, aber das muss ja nicht. Das ist dann ja kannst du hier auch. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Das ist schon mal gut zu wissen, dass das ja so nicht funktioniert. Also kann keiner mehr mein Anfangshäuschen hier abbrennen. Ja, das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ja. Moment. Ich kann auch keine Fackel setzen oder so. Die verschwindet direkt wieder. Das heißt, ich könnte auch rein theoretisch, wenn ich das jetzt mal probiere, könnte ich auch nichts abbauen, oder? Nee, das funktioniert nicht. Was schätzt du denn? Wie viele Redstone-Fackeln brauchen wir? 57? Ja, mindestens, das reicht. Also für die Antriebsschienen reicht das definitiv. Ich weiß nicht, wie viele Antriebsschienen du da rauskriegst, wenn du das craftest. Okay, warte mal. Ich mache mal hier sicherheitshalber noch. Ja, lassen wir erstmal so. Okay, Redstone habe ich. Dann brauche ich jetzt noch Eisen. Das ist alle ziemlich vollgepackt hier. Warte mal, dann muss ich mal die Kohle hier rausnehmen. Dann machen wir hier das die weiß Schienen ich nicht, noch raus. Das kann ich nicht sehen. Ditte. Hier habe ich noch ein Gehirn. Hier habe ich noch Ditte. Hier habe ich noch die. Ja, auch der Rappelzappel rüstet auf. Er hat sich ein neues Gehirn gekauft. Der Rappelzappel rüstet auf. Hat sich ein Pfund Hirn gekauft. Okay. So. Eisen habe ich, Redstone-Fackel habe ich. Dann brauche ich noch die Schienen, wa? Oder? Nee. Nee, die Schienen brauchst du nicht. Okay. Gut. Dann nehmen wir hier nochmal Eisen mit. Dings haben wir hier noch. So. Okay. Dann jetzt nochmal von vorne. Ich denke mal, jetzt habe ich alles. So. Also dreimal Eisen jeweils an den Seiten. Ja. Dann eine Redstone-Fackel in der Mitte. In der Mitte, ja. Und dann Stickies jeweils oberhalb der Redstone-Fackel und unterhalb der Redstone-Fackel, sodass du alle Blöcke jetzt eigentlich belegt hast. Yep. Okay, sieht gut aus. So. Wie viel kriegst du raus? 6 Stück immer. Alles klar, also wie die Antriebsschiene.
Warum habe ich hier gleich 22 drin gehabt, ey? Was ist denn hier los? Warum hat der hier gleich 22 drin gemacht? Ist der Das kann ich bekannt? dir nicht sagen. La 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 la. Ich stehe wieder hier im Hintergrund. Schön Standbild. Liebe Freunde, das ist der Rappelzappel von hinten. Okay, da hätte ich jetzt da. Oh nee, da kann ich ja hier nochmal. So, der Rappelzappel von der Seite. Jetzt haben wir 62. Nee, wir haben zweimal. Nee, wir haben einmal 64 Antriebsdinge und nochmal 62. Ich denke mal, das reicht, wa? Ja. Definitiv. So. Definitiv. Mann, Freunde, das ist ja jetzt. Das ist mein ganzes Ersparte zu Weihnachten. So, aber dafür bauen wir was Tolles. Extrem geilst. So, okay, jetzt haben wir eigentlich hier noch, also wir brauchen normale Schienen, brauchen wir jetzt, die Antriebsschienen brauchen wir, wa? Genau. Und die Okay. Beschleunigungsschienen. Und die Beschleunigungsschienen. Genau. Okay, so, dann müssen wir, okay, wie bauen wir das jetzt? Okay, wir gehen jetzt hier schön runter. Wir nehmen jetzt erstmal nur die Schienen mit und versuchen das Ganze mal zu belegen. So, Ja. kommst du so raus? Ja, Ha, kommst du. ja, rauskomme ich komischerweise. Hast du schon mal was mit Minecart gemacht mit Schienen, mit Aktivierungsschienen und sowas? Nee, 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 nee. Also Noch gar so weit nicht. war ich noch, nee, nee, so weit war ich noch ja nicht gewesen. Ich hatte zwar immer einen Plan gehabt, so, dass ich mal Okay. irgendwie so U-Bahn-technisch was machen will. Ja. Aber wie letztendlich, darauf habe ich mich noch nicht schlau gemacht, da war ich auch noch nicht so weit gewesen. So, dann pass mal auf. Dann zeige ich dir einfach mal die Grundlagen. Setz mal zwei normale Schienen hintereinander. Ich muss mir erstmal alles hier zurechtlegen. Okay, zwei Schienen. Nee, ist das Ja, falsch? das, nee, das, das, der dreht sich automatisch. Ach Genau. so. Jetzt eine Aktivierungsschiene. Jetzt eine Beschleunigungsschiene. Also eine Antriebsschiene. Ja, genau. Und jetzt wieder eine Aktivierungsschiene. Und wieder zwei normale. Ach so muss das Ganze gemacht werden, ja? So muss das Ganze aussehen, genau. Weil der Hintergrund hast es der, du hast hier zwei Aktivierungsschienen außerhalb. Die aktivieren die Beschleunigungsschiene, sobald das Minecart hier drüber fährt. Das heißt, sowohl in dieser Richtung als auch in diese Richtung. Du musst ja quasi immer von beiden Seiten aus, Okay. ne? Deswegen zwei Aktivierungsschienen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ankomme, wird die Beschleunigungsschiene aktiviert und wenn du hier losfährst, wird auch diese Beschleunigungsschiene aktiviert. Okay, Deswegen muss pass. das so aussehen. Okay, dann könnten wir uns quasi die Arbeit aufteilen. Warte mal, pass mal auf. Dann mache ich schon mal Willst du zwei, dann lasse ich drei frei und. den Boden denn so lassen? Ja, das kann ich ja später wieder abbauen. Aber dann reißt du die Schienen auch wieder ab, ne? Das weißt du ja. Ja, aber die sind ja denn nicht verschwunden, wa? Also Nee, genau. die bleiben ja denn da. Wenn du aber mit deinem Minecart starten möchtest, dann muss das Ganze ein bisschen anders aussehen. Und zwar, pass auf, ich reiß das mal. Ich glaube, mit einer Axt kann man das abreißen. Ich weiß gar nicht. Setz einfach noch mal eine Beschleunigungsschiene hier vor. Quasi hier so hin. Also eine Aktivierung oder eine Antriebsschiene? Eine Antriebsschiene. Ja? Antriebsschiene, genau. Ja? Dann brauchst du einen Block dahinter, damit das Minecart, weil das Minecart, wenn es steht, weiß das Minecart quasi nicht, in welche Richtung es beschleunigen soll. Ob in Ach dieser so. Richtung und in dieser Richtung. Deswegen musst du ihm quasi einmal den Weg versperren, genau, mit einem Block. Und wenn du jetzt das Minecart quasi hier draufstellst, auf diese Aktivierungsschiene, Ja. Musst du das noch irgendwie aktivieren. Mit einem Schalter oder mit einem Knopf oder mit irgendwas, was du dann quasi vom Minecart aus drücken kannst. Ne? Und dann I know, I fährst du genau know. in die Richtung. Und so baut man sich quasi einen Bahnhof. So, warte mal, ich schmeiß mal. Kann ich nicht alle rausschmeißen? Nee, ich muss die so rausschmeißen. Nee, warte mal, das muss doch irgendwie anders gehen. So, warte mal, dann schmeiß ich die mal raus. Sammel die mal ein. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Warte. Ach so. Weil ich schmeiß dafür eben Kobbel raus. So, jetzt habe ich die Antriebsschienen. Und die roten sind auch draußen, wa? Genau. Die hast du auch. Genau. So, dann kümmere ich mich. Warte mal, das muss ich noch mal rein. Dann mache ich mir das hier nämlich schön voll. Wo mache ich jetzt Kohle? Ach so, du hast Kohle rausgeschmissen. Habe ich Kohle rausgeschmissen? Ja, Ernsthaft? hast Kohle Okay. rausgeschmissen. Die habe ich jetzt eingesammelt. Sehr gut, also der Linto braucht doch keine Kohle. Nee. Eins, zwei, drei und dann geht's hier weiter.
Also immer zwei müssen sein, wa? Nee, nein, nein, Quatsch. Das ist jetzt einfach nur, dass du so ungefähr den Aufbau siehst. Ich glaube, zwischen jeder Beschleunigungsschiene, ich weiß nicht, wie viel, also 30 Blöcke können wir bestimmt dazwischen bauen. Ach so. Das kannst okay. du, also je näher die, je näher die Beschleunigungsschienen aneinander stehen, desto schneller wird dein Minecart eigentlich. Oh, da haben wir ein Turbo-Dings. Ja, richtig. Nur das Problem ist halt, wenn du sehr schnell bist, siehst du halt von deiner Landschaft halt nichts mehr oder von deinen Gebauten halt nichts mehr, ne? Na gut, so, kann man ja nicht viel sehen. Das muss man einfach, man kann alle 30 Schienen kann man einsetzen und dann kann man das ausprobieren und wenn einem das zu langsam ist, ja, dann setzt man zwischen den 30 noch irgendwo ein. Ach so. Okay, dann setze ich einfach hier mal hin. Ich gehe einfach mal hier durch. Und soll ich dann abzählen oder was? Ja, machst du mal, kickst du mal. Was müssen wir mal kicken, wie ich jetzt hier um die Ecke komme? So, pass auf, dann gehe ich einfach hier mal von der ersten Beschleunigungsschiene aus, ne? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Hier wäre dann quasi die nächste. So. Ja, ich glaube, das passt. So, du hierhin, du dahin und du dahin. Jetzt muss ich nochmal eben wieder was rausschmeißen, weil ich wieder so viel Gezumpel auf den Taschen habe. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Und ich mach's einfach mal hier hinter der Kurve. Zack, zack, zack. Ja, müssen ja nicht ganz genau 30 Blöcke sein, sondern ungefähr 30 Blöcke. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, meine Schienen sind alle. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ich muss ich nochmal welche herstellen. 26, 27, 28. Ich hab schon wieder Hunger, ey. Kick dir das mal an. So hier. Mal schöne Lammkeuli einpfeifen. Oh, Lamm ist lecker. Aber liegt doch schwer auf dem Magen. Ich habe noch 9 Schienen für dich. Ich habe ja wieder ein paar abgebaut, aber ich glaube, da kommst du nicht weit. Nee, da komme ich nicht weit. Ich gehe nochmal welche herstellen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, Knochen. Knochen so. Für die Hunde. Ja, die habe ich da gerade deponiert, weil ich keinen Platz mehr auf der Tasche hatte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, hier kommt denn, ich glaube, nee, 30 müsste eigentlich in Ordnung sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. So, und dann kommt ihr nochmal eben weg. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, weil Lindo lernt ihr zählen. 25, 26, 27, 28. Soll ich mal gemein sein und noch ein paar Zahlen so dazwischen werfen? Das macht mir eigentlich nichts. Eigentlich macht mir das nichts. Eigentlich. Aber jetzt sei er vorgewarnt. Ich schmeiß schon hier die Aktivierungsschienen weg vor Frust. So, warten wir mal ab, bis der Lindo nicht damit rechnet. Und dann schmeiß ich mal ein paar Zahlen hin. Mach mal. ich trau mich nicht mehr zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 11, 8.
So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 88, 77. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Kick mal eine nackte Frau. 6, 7, 8, 9, 10. Wo? So. Oh Gott, so weit noch, Leute. Da sitzen wir ja morgen noch dran. Ich hab hier noch Schienen jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, Freunde, ich glaube, es wird nicht interessanter, ne? Also, die letzten Folgen haben wir mit Schneebällen geschmissen. Jetzt zählen wir immer bis 30. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 7, 14, 9, 10, 1, 27, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. So, wolltest du schon mal vorlaufen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 7, 27, 14, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, jetzt habe ich mich, jetzt habe ich es vergessen, verdammt, das schaffe ich von ganz alleine. 1, aber hier unten haben wir noch den Spawner, siehst du, den habe ich echt schon wieder total vergessen, 19, aber da unten können wir uns einen Dungeon bauen. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Treppen nach oben fährt der Ding ja, wa? Ja. Sehr schön. Aber immer nur ein Block, ne? Ja. Siehst du, dann sind wir ja schon da. So. Rappelzappel, ich weiß aber nicht, ob ich... ob ich den Bahnhof oberirdisch hinlege. Ich glaube, ich baue den Bahnhof hier auf dieser Ebene. Ja, mach doch. Quasi unten. Ja. Dann brauchst du nicht die nach oben verlegen, weißt du? Dann lege ich mich hier mit der Wendeltreppe nach unten und hier kommt dann so eine riesen Bahnhofshalle hin, wo quasi das Minecart dann... ich baue da trotzdem hier nach oben erstmal so. Oder trotzdem, genau. Für den Fall, dass du dir das doch noch anders überlegst, dann sind die Schienen wenigstens schon mal gelegt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, kick dir das mal an. Sieht doch schön aus. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, mit Minecraft kann man echt jede Menge anstellen. Ich hatte damals auf unserem Server mit einem Kollegen hatte ich damals so eine Schaltung mit Redstone halt gebaut. Und zwar hatten wir da einmal halt, wir hatten halt den Bahnhof so ein bisschen geplant. Und zwar ist es ja so, dass wenn du mit deinem Minecart ankommst in meinem Bahnhof und mein Minecart steht schon irgendwo da, dann fährst du quasi auf mein Minecart, wirst zurückgeschossen und fährst den ganzen Weg wieder zurück. Und da hatten wir uns da was überlegt, wie wir das am besten machen können. Und dann brauchst du natürlich zwei Gleisen oder halt zwei Bahnhöfe. Oder halt eher gesagt ein Abstellgleis und ein Startgleis. Mhm. Und dann hast du natürlich eine Weiche und die Weiche muss natürlich wissen, ob dann mein Kart steht auf dem einen Abstellgleis oder nicht, ne? Um halt die Weiche zu stellen. Und das lief dann auch. Ist zwar ein bisschen kompliziert und dauert ein bisschen, aber das funktioniert. So, wo war ich denn? Muss ich noch einen oder reicht das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ne, ich glaube, das reicht so. Dann zeige ich dir ungefähr mal, wie ich das vorhabe. Ich brauche mal ein bisschen hier in die Breite. Ja, bin gespannt, komme. So. So, ich glaube hier. So, zack, 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 zack.
Ich denke mal, ich werde das Ganze vielleicht mit Holz verkleiden. Aber ich weiß nicht, ob das optisch gut aussieht. Also da muss ich erst ein paar Meter machen. Weil Holz kann man ja immer hier brauchen. Verstehst du? Definitiv. Holz kann man ja immer hier brauchen. Also kann ich das ja ruhig schon mal fertig verarbeiten. Dann einfach mal gucken, wie das Ganze wirkt. Habe ich Kobbel? Das sieht zwar jetzt nicht schön werden, aber das sieht nur halt rudimentär. Aber Ja. so die Technik wird dann schon mal stehen. So, du musst eben weichen. Hier ein Blöcklei und hier ein Blöckli. Hier kommen dann Beschleunigungsschienen. So, jetzt haben wir hier noch sechs. Zack, 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 zack. So, hier ist dann quasi die Weiche. Und wenn dann hier einer steht, dann muss diese Weiche halt umswitchen, dass du, wenn du von der Richtung kommst, dass du dann hier auf dieses Gleis geschoben wirst. Und natürlich dann kein Minecart steht. Wenn ich natürlich dann gerade weg sein sollte, dann kannst du natürlich hier fahren. Ne? Das heißt, diese Weiche muss halt wissen, steht da einer oder steht da keiner. So, das kann man alles schön mit Redstone machen. Da habe ich alles mal ausprobiert. Ja, also ich find Redstone eigentlich sehr interessant. Ich mag es sehr gerne, mit Redstone zu arbeiten. Ja, also für mich ist das noch eine Wissenschaft. Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, also für mich ist Redstone eine Wissenschaft. Ich musste mich da selber erstmal so richtig durchfummeln und ausprobieren auch einiges. Ja, also hat viel mit Elektrotechnik zu tun, definitiv. Mit logischer Schaltung und das ist schon nicht ohne. Aber man kann ja, ich finde das auch immer, ich finde das richtig genial, diese ganzen Leute, die dann ihre Redstone-Schaltung zeigen, weißt du, diese so wie du das gemacht hast hier mit deinem Spender, ne? Du hast ja auch so ein Spendersystem oder sowas, sowas gibt es ja auch noch komplizierter, dass dieses Spendersystem weiß, welches Item in welche Kiste gehört. Quasi so ein Ja, genau. automatisches Sortierungssystem. Genau, Und das kannst du machen, ja. ich finde dann die Leute, finde ich dann genial, weißt du, die so ein Ding bauen und die das dann für ihre Schaltung verkaufen, weißt du, nach dem Motto, hier, guck mal, das habe ich mir super einfallen lassen, so ein automatisches Sortierungssystem, weißt du, obwohl das nicht auf ihren Mist gewachsen ist, sondern bauen oder klauen sich das aus irgendeiner Welt raus und meinen, das hätten sie selber gebaut. Ja, also einen kenne ich auch. Ne? So, wer weiß nicht, also finde ich, keine Ahnung. Rappelzappel, Ja, was Lito. sagst du zu 32 Minuten? Ist definitiv eine gute Zeit, um eine Pause zu machen. Ja, ist ein bisschen Überlänge, ne? Also tut uns wirklich leid. Folge hat halt ein bisschen Überlänge, aber dafür seht ihr so ein bisschen Redstone-Grundschaltung und Minecart-Grundschaltung, ne? Und ich denke, Ja. dann geht's dann in der nächsten Folge spannend weiter. Sieht genauso. Ja, und dann habt noch einen charmanten Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.